Ja, herzlich willkommen. Sieht so aus, als wären die meisten so halbwegs soweit. Ich würde euch bitten, ähnlich wie vorgestern, falls ihr dabei wart, haben wir am Ende der Stunde vorgestern uns hingestellt und die Hände zum Boden gebracht. Und das möchte ich euch nochmal als Referenzbewegung anbieten, dass ihr mal aufsteht, einen netten Platz findet für einen Moment. Oder mit beiden Füßen stabil am Boden stehen kannst. Und dann schau auf simple Art und Weise, wie du die Hände auf dem Boden oder Richtung Boden bringen könntest, ohne irgendwas zu wollen, zu erzwingen. Einfach mal schauen, wie gut oder schlecht geht das. Falls du vor 2 Tagen dabei warst, vielleicht erinnerst du dich und kannst das vergleichen mit jetzt. Und ansonsten hast du einfach eine Momentaufnahme für heute. Gut, und dann geh und setz dich bitte auf deine Matte. Beug die beiden Beine. Und nehme bitte deine rechte Fußsohle in die linke Hand. Die linke Hand kommt von unterhalb der rechten Fußsohle. Du lehnst dich auf die rechte Hand. Und ein paar Mal heb dein rechten Fuß und Bein auf und bringt es wieder runter. Ja, rechte Fuß in die linke Hand, bitte. In die linke Hand, die andere Hand. Ja, genau, die linke Hand unter die Fußsohle. Okay. Und dann lege dich mit dem Ganzen auf dem Rücken. Behalt deinen Fuß in die Hand, leg dich auf dem Rücken, stell das linke Bein auf. Und bring die rechte Hand unter deinem Kopf. Und mach das Gleiche hier im Liegen. Hier hebst du deinen Kopf und deinen Fuß auf. Dein Fuß, dein Bein, dein Kopf, dein Arm hebst du alles auf und legst sie wieder ab. Dass es auch mit Ton aufgenommen wird, weil wenn die jetzt stumm ist, jetzt habe ich jemand wieder stumm geschaltet, müsste jetzt klappen. Genau. Und mach das nur so ein paar Mal simpel auf und ab. Und tatsächlich war diese Stunde so eine Art Fortsetzung von die Stunde mit den Füßen, die wir vor 2 Tagen gemacht haben. Das hat Moshe jetzt hier diese Bewegung einfach nochmal kurz angedeutet, um sich zu erinnern, um sich wieder reinzufühlen. Und schau, ob du das in diesem Charakter für dich machen kannst. Vermutlich kennst du diese Bewegung tatsächlich ganz gut. Und tausch die Hände, nimm deinen rechten Fuß über den Fußrücken mit der rechten Hand und heb dein Bein auf und auch deinen Kopf. Und finde eine gute, simple, nette Richtung für dich. Erinnere dich an deine Hüftgelenke, deine Wirbelsäule, deinen Kontakt mit dem Boden. Genau. Und dann spiele mit dieser Idee, wie könntest du dein Knie innerhalb und außerhalb von diesen Arm bringen. Und zwar in dem Moment, wie du das Bein beugst, da bringst du das Knie einmal auf der Innenseite, legst auch deinen Kopf ruhig am Boden wieder ab. Genau, du hebst den Kopf, wenn du das Bein hebst oder den Fuß aufhebst und dann senkst du dich wieder ab. Einmal mit dem Knie gebeugt nach innen, einmal mit dem Knie gebeugt nach außen. Ja, einige von euch, die letzte Woche noch bei die Esslen-Stunden mitgemacht haben, da haben wir auch eine ganz ähnliche Lektion gemacht. Tausch die Hände nochmal. Genau. Halte unter die Fußsohle mit der linken Hand. Ist immer noch der rechte Fuß mit der linken Hand von unten, genau. Und dann, was sehr viel schwieriger ist, heb deinen Kopf auf und schau, könntest du jetzt dein Knie mal innen und mal außen bringen. Und mach es ganz liebevoll mit dir selber. Du musst es nicht sofort auf Anhieb schaffen. Du musst es auch gar nicht schaffen. Sehr gerne kannst du schummeln, vielleicht deinen Fuß zwischendurch loslassen oder woanders anfassen, um es dir leichter zu machen. Aber vielleicht findest du heraus, es wird leichter, wenn du dir erlaubst, deinen ganzen Körper zu bewegen und dich nochmal erinnern kannst, wie du deinen Schultergürtel verdrehen musst.
Ja, du musst irgendwie dein Schultergürtel nach rechts bringen und deinen Kopf nach rechts bringen und dich mit dem Oberkörper genug nach rechts rüberschrauben, dass du mit deinem Knie an der linken Seite vom linken Arm kommen kannst. Genau, vielleicht ein bisschen in die Richtung suchen. Ja, genau. Andeuten. Und dann legt alles los, legt alles lang bitte und macht eine Pause. Und schau mit lange Beine, ob du vielleicht ein bisschen Kontakt zu deinem rechten Bein aufnehmen kannst, ob du vielleicht durch diese paar anfängliche Bewegungen so ein bisschen Gefühl für dein Hüftgelenk gewonnen hast, für die Länge deines Beins, für die Verbindung zu deinem Rücken. Und dann stell beide Beine auf und nehme deinen linken Fuß in die linke Hand, die rechte Hand hinter deinem Kopf. Genau, wenn du den linken Fuß in die linke Hand hast, nimm das bitte über den Fußrücken rüber, alle Finger gemeinsam, dein Daumen und die vier Finger über den Fußrücken halten die Außenkante des Fußes. Genau, und dann hebt und senkt dein Bein und deinen Kopf und bring dein Knie mal innerhalb und mal außerhalb. Und hier mit dieser leichteren Hand, schau, ob du erstmal wirklich die Bewegungsqualität für dich finden kannst, wie du dich nicht nur so da vorbei forcierst, sondern dich im ganzen Körper, in all deine Gelenke weich machst und dich erlaubst, dich so zu formen, zu rollen, dein Gewicht zu verlagern, wie es hilfreich ist. Genau. Schön. Und dann probiere diese etwas schwierige Variante mit der rechten Hand unter die linke Fußsohle. Nimm die andere Hand ruhig hinter den Kopf, wenn du brauchst, wenn es hilft. Aha. Und wenn du dein linkes Knie an der rechten Seite von rechten Arm bekommen möchtest, musst du schon irgendwie schauen, wie kriege ich die rechte Schulter auch weit genug nach links? Wie bringe ich das Knie nach innen? Wie verdrehe ich meinen Schultergürtel? Ja, spiel ein bisschen damit. Vielleicht ist es sehr viel leichter oder sehr viel schwieriger für dich an dieser Seite. Einige können das hier auf Anhieb. Und andere können vielleicht noch ein bisschen liebevoller mit sich umgehen und einfach das nur andeuten nach dem Motto, ich fühle mich nochmal in mich selbst hinein. Wie geht es in diesem Moment? Kann ich es mir denken überhaupt? Großartig. Und leg alles lang und mach eine Pause. Und dann roll dich über eine Seite, komm nochmal zum Sitzen hoch bitte und setz dich eher am Fußende deiner Matte, sodass du Platz hinter dir hast und falls du Socken anhast, vielleicht kannst du so eine Art Spalte zwischen deinen großen Zeh und die anderen Zehen machen oder die Socken ausziehen, sodass du beide Füße oder jeder Fuß mit der eigenen Hand anfassen könntest mit deinem Daumen in dem Spalt zwischen den großen und den zweiten Zeh und deine vier Finger greifen die ganzen vier anderen Zehen. Die rechte Hand hält den rechten Fuß, die linke Hand hält den linken Fuß. Habe die Knie bitte außerhalb von deinen Armen. Genau. Den Daumen ist in dem Spalt zwischen den großen und den zweiten Zeh. Ja,
Und die vier übrigen Zehen sind jeweils mit die vier übrigen Finger gehalten. Okay, und dann findest du so einen guten Ort, dich zu arrangieren, genau, in dich selbst arrangieren, die Hüfte, die Knie, dein Rücken, dein Kiefer. Und teste ein bisschen, ganz simpel, könntest du einen Fuß ein wenig vom Boden aufheben und zurückbringen. Und heb es auf eine Weise auf, dass der Fuß selber etwas näher zur Zimmerdecke kommt, das heißt, du entfaltest das Knie ein bisschen, genau. Es muss nicht ganz hoch, aber es geht ein bisschen hoch. Genau, teste den anderen Fuß, mal das eine, mal das andere. Erstmal, um ein bisschen so ein Gefühl für deine Balance zu bekommen und wie du das auch justieren musst, wenn du einen Fuß vom Boden hebst. Theoretisch machen wir das gerade im Sitzen. Es kann sein, dass manche bewusst eine andere Wahl getroffen haben. Genau. Und dann schau, ob es möglich wäre, einen Weg zu finden, beide Füße gleichzeitig aufzuheben und ein bisschen zu balancieren. Und tu sie wieder auf die Erde. Roll dich bitte nicht auf dem Rücken, das werden wir durchaus nachher machen, aber für den Moment balanciere dich auf die Sitzbeinhöcke, finde einen guten Platz, wo du da beide Füße so ein bisschen in die Luft haben kannst gleichzeitig. Genau, und wäre es dann möglich, deine Knie innerhalb und außerhalb deine Arme zu bringen. Genau, so dass die Füße mal rauf und wieder runter gehen. Die Beine strecken sich ein bisschen, beugen sich ein bisschen, genau. Aha. Und schau, ob du... Bei einigen von euch, da gibt es so einen schwierigen Moment, wo der Qualität der Bewegung sich ein bisschen ändert und da so eine Art Ruck ist oder ein Vorbeihuschen an das Problem. Schau, ob du die Balance gut genug für dich gestalten kannst, dass du gerade diesen Moment, wo Knie und Ellbogen die Plätze tauschen, auch ganz geschmeidig und fließend gestalten kannst. Schön. Okay. Und dann lass die Knie außerhalb von die Arme und in der Tat roll dich nach hinten, öffne dabei die Beine, heb die Füße in die Luft, so ein bisschen über Kopf nach hinten, genau. Und dann bring die Füße zusammen und roll dich wieder zum Sitzen. Und wenn es nicht auf Anhieb klappt, du kannst auch schummeln, nochmal anfangen. Aha. Und die Idee wäre, in dem Moment, wie du auf dem Rücken rollst, gehen die Beine ein bisschen auf oder die der Abstand zwischen deinen Füßen vergrößert sich. Wir gehen ein bisschen über Kopf nach hinten. Und um zurückzukommen, beugst du deine Knie, schließt die Füße und bringst die Fersen Richtung Boden an einen Ort, wo sie landen müssten, damit du sitzen könntest. Und schau, ob du das weniger mit Schwung lösen kannst und ein bisschen mehr mit einem Gefühl für das Timing, für den richtigen Moment des Beugens, des Streckens, die richtige Bahn, die richtige Richtung für dich finden kannst. Das nächste Mal, wenn du auf dem Rücken bist, bleib da, stell die Füße für einen Moment auf den Boden hin oder mach die Beine lang und ruh dich einen Augenblick aus. Bemerke, wie dein Rücken Kontakt mit dem Boden aufnimmt. Was du entlang deine Beine spürst. Vielleicht leg die Beine tatsächlich, wenn es geht, für einen Moment lang. Damit du diese ganze rückwärtige Muskulatur an dem Oberschenkel, die Kniekehle und die Wade bis zu deine Fersen und deine Fußsohlen wahrnehmen kannst. Und stelle für dich fest, wie nah oder fern ist diese Rückseite deiner Beine von dem Boden.
Verfolge diese Strecken rechts und links durch deinen Rücken hoch und bemerke auch hier, wie legst du mit dem Rücken auf bis zu den Schulterblättern. Und spür deinen Hals entlang bis zur Auflage deines Kopfes. Die Arme auf dem Boden. Schön. Und dann stelle beide Beine auf. Und schau, ob du hier in Rückenlage die beiden Füße wieder mit diesem Griff, den Daumen zwischen den großen Zeh und die zweiten Zeh rein, ob du den nochmal greifen kannst. Die vier Finger halten die vier Zehen rechts und links. Ja, genau. Und dann hier im Liegen tausch ein paar Mal die Plätze von Knie und Ellbogen. Genau. Und mach es ein bisschen langsamer, ein bisschen gefühlvoller jetzt, so dass du dich weich machen kannst im Rücken, in den Hüftgelenken. Ja, wenn du es brauchst, heb den Kopf. Wenn du es nicht brauchst, heb es nicht. Und ja, ich sehe, dass einige tatsächlich interessante Variationen für sich ausprobieren. Das könnt ihr gerne. Aber für den Fall, dass es ein Missverständnis war, die Idee wäre, beide Knie sind gleichzeitig außerhalb oder gleichzeitig innerhalb der Arme. Schön. Okay. Und dann schau, ob du das Gleiche machen könntest, wenn du die Füße unter die Fußsohle von innen kommend anfassen würdest. Das würde bedeuten, dein Handrücken schaut jeweils zueinander und hab den Daumen mit den übrigen Finger gemeinsam. Genau. Und dann könntest du die Beine ein bisschen strecken und wieder beugen, sodass beide Knie entweder außerhalb oder innerhalb von die Arme sind. Ja. Und eventuell ist es möglich, den Kopf auf dem Boden liegen zu lassen. Du kannst für dich überprüfen. Wenn es hilfreich ist, nimm gerne deinen Kopf zu Hilfe. Wenn du es nicht brauchst, musst du es nicht. Schön. Und könntest du mit die Knie außerhalb von deinen Ellbogen, deine Arme, könntest du die Füße auf diese Weise halten und jetzt beide Beine nochmal über deinen Kopf nach hinten strecken, und langsam den Weg wiederfinden, wie du durch ein etwas schnelleres Beugen deinen Kopf heben könntest und dich wieder vorwärts zum Sitzen rollen könntest. Vielleicht brauchst du 2-3 Mal, um erstmal wieder rauszufinden, wie geht das? Wunderbar. Und wenn du es gar nicht schaffst, dann sei lieb zu dir, erzwing es nicht. Du kannst vielleicht im Sitzen wieder anfangen und von dort aus den Weg erarbeiten. Aber für diejenigen, die das schon problemlos geschafft haben, vielleicht könntet ihr das probieren mit die Knie zwischen die Arme. Oder vielleicht ist das sogar für einige von euch leichter so. Schön. Könnt ihr also Richtung Rücken rollen, die Füße über den Kopf nach hinten eher ausstrecken und dann die Beine beugen und mit die Knie zwischen die Arme zum Sitzen kommen. Wunderbar. Und bleibt einen Moment im Sitzen und tauscht die Plätze von Knie und Arme ein paar Mal aus. Chup, chup. Chup, chup. Kannst du das im Sitzen so ein paar Mal tauschen? Sanft und weich und fühle diese Bewegung deine Beine in die Hüftgelenke. Es ist nicht nur, dass die Knie und die Arme die Plätze tauschen, du musst ja deine Hüftgelenke nutzen, um deine Oberschenkel zu rotieren. Und fühle, wie gut kannst du die Knie nach innen bringen und nach außen bringen. Schön. Und dann könntest du nach hinten rollen und einmal hochkommen mit die Knie zwischen die Arme und beim nächsten Mal wieder außerhalb. Oder du machst nur das davon, was dir Spaß macht oder was dich gerade interessiert.
Okay, genau, genug. Bitte legt euch auf den Rücken und macht eine vollständige Pause. Bemerke deine Atmung. Und spüre deine Länge vom Kopf bis Fuß. Aber insbesondere deine Länge an deine Körperrückseite. Entlang deiner Rückenstrecke, entlang der Rückseite deiner Beine. Und bemerke, wie die Auflagefläche deines Beckens und die Auflagefläche deines Kopfes zu dieses Gefühl von Länge dazu passt. Wunderbar. Bitte roll dich langsam über eine Seite und komm nochmal zum Sitzen hoch. Und setz dich dieses Mal so, dass du deinen rechten Fuß mit diesem Griff, mit dem Daumen zwischen großen und zweiten Zeh, die vier übrigen Finger um vier Zehen des rechten Fußes halten kannst. Genau. Und mit dem linken Bein kannst du machen, was du möchtest. Das findest du vielleicht gleich heraus, was für dich passt. Beginne deine rechte Ferse langsam auf dem Fußboden vorwärts rutschen zu lassen. Langsam, auf jeden Fall langsam. Halte deinen Fuß auf diese Weise fest. Genau, du kannst dich auf die andere Hand an der Seite lehnen. Du kannst das zweite Bein, du hältst nur den rechten Fuß mit diesem Griff, genau. Und die linke Hand ist entweder frei oder auf dem Boden, irgendwo links oder auf dein Oberschenkel. Und nur das rechte Bein rutscht vorwärts. Eventuell musst du schauen, wo du eine rutschige Fläche finden kannst, ob es besser mit oder ohne Socke geht, besser auf dem Teppich oder auf dem Boden. Genau. Und beginne zu fühlen, wenn deine Ferse so vorrutscht, welche Ausrichtung wählst du für dein Bein dabei? Hast du dein Knie immer zur Seite oder immer zur Zimmerdecke oder immer nach innen? Oder vielleicht wechselt sich der Ausrichtung deines Beines auf dem Weg nach unten und eventuell erneut auf dem Weg zurück? Es wäre schon die Idee, dass deine Ferse mehr oder weniger so eine Art gerade Linie zum Fußende deiner Matte oder so wie du in deinem Raum ausgerichtet bist, für dich geradeaus vorwärts geht. Aber das Bein in sich könnte sich verdrehen im Hüftgelenk, sodass dein Knie entweder nach links oder rechts oder irgendwas dazwischen schauen könnte. Und lass deinen Kopf dabei absinken, sodass du ein Gefühl suchen kannst, als würdest du deinen ganzen Rücken sehr lang machen dabei. Und stell dir vor, dass du diese Bewegung so machst, als wolltest du mit deinem Mund noch unterhalb deines Knies ein Küsschen machen. Du musst nicht tatsächlich ein Küsschen machen, ja, nicht erzwingen. Es geht nur um die Richtung, dass wenn wir unseren Kopf sinken und vorwärts gehen, es wäre nicht die Idee, dass du direkt zur Kniescheibe zielst, sondern irgendwie ein Gefühl hast, als könntest du am Schienbein ankommen. So, gerade unterhalb deiner Kniescheibe
am oberen Ende des Schienbeins. Genau. Und das nächste Mal muss auch nicht unbedingt den ganzen Weg hin und wieder zurück. Vielleicht machst du nur so ein Teilstück diese Bewegung. Aber wenn dein Bein so relativ lang ist, ziele mit deinem Kinn an dein Knie vorbei Richtung Schienbein. Und hilft dir das, ein Gefühl von Länge im Rücken zu finden oder auf andere Weise zu erleben? Und dann ziele mit deiner Stirn. Und vielleicht, wenn du mit deiner Stirn zielst, dann findest du, ich will es mit meinen Beinen ein bisschen anders machen oder mit meinen Schultern ein bisschen anders machen. Ziele mit dein rechtes Ohr. Ja, und worauf zielt das rechte Ohr? Es zielt auf das Schienbein unterhalb von deinem Knie. Es zielt nicht auf deinen Oberarm und nicht auf deinen Patella, sondern so weit fußwärts wie möglichst über dein Schienbein. Also könntest du dein Ohr auf dem Schienbein legen. Ja, wunderbar. Und dann probiere mit dem linken Ohr. Und vermutlich ist das ein bisschen schwieriger. Mach es langsam, liebevoll, suche. Schön. Tausch die Hände, halt dieser rechte Fuß mit der linken Hand unter die Fußsohle und probier die gleiche Idee ein paar Mal. Jetzt hast du keinen Daumen zwischen die Zehen. Du hast den Daumen und alle Finger gemeinsam unter die Fußsohle, bitte. Ja, genau. Und das ist vielleicht ein bisschen leichter jetzt. Für einige. Schau, ist es für dich leichter oder schwieriger? Und spiel für dich selber mit dieser Idee. Ich ziele mit dem Mund, mit dem Kinn, mit der Stirn. Mit das eine Ohr, mit dem anderen. Ja, aber was ist mit dem Knie? Wo muss das Knie hin? Damit dein Bein lang werden kann und die Ferse vor dich her in die Länge geschoben werden kann. Und du mit deinem ganzen Rücken einen großen Abstand zwischen deinem Kopf und deinem Steißbein machen kannst. Genug. Leg dich bitte auf den Rücken und ruhe dich aus. Und nachdem wir so lange mit dem rechten Bein da gesucht und probiert haben, merkst du vermutlich einen deutlichen Unterschied an der Rückseite deiner Beine und an der Rückseite vom Rücken, wie rechts aufliegt, wie links aufliegt. Bemerke auch, ob dein Hüftgelenk rechts und links scheinbar ein anderes Gewicht hat. Wie äußert sich diesen Unterschied zwischen den Seiten für dich persönlich? Vielleicht gibt es da noch ganz andere Sachen, die dir auffallen. Stell mal bitte beide Beine auf und nehme hier im Liegen deinen linken Fuß in die linke Hand mit diesem Griff der Daumen zwischen Entschuldigung, genau, du hältst die vier Zehen, genau, den Daumen zwischen den großen Zeh und den zweiten, über den Fußrücken. Jetzt haben es alle, okay, genau. Und nimm deine andere Hand hinter deinem Kopf. Sehr gut. Und dann probiert hier im Liegen dein linkes Bein und deinen Kopf aufzuheben. Ziele mit deinem Fuß ein bisschen Richtung Zimmerdecke.
Und wenn du hier im Liegen die Idee hättest, als wolltest du mit dem Mund dein Schienbein küssen, dann müsstest du sicher dein Knie ein bisschen nach innen bringen, eher an der Innenseite von deinem linken Arm, oder? Ja, genau. Genau, wenn wir Fuß aufheben sagen, dann ist das nicht gemeint zum Gesicht hinziehen, sondern der Fuß geht ein bisschen Richtung Zimmerdecke eher, hoch nach oben. Ja, genau. Und das Bein entfaltet sich. Und dann, wenn du deinen Kopf hebst, ziele an die Kniescheibe vorbei. Und auch hier im Liegen könntest du zumindest denken, als wollte dein Kinn oder als wollte deine Stirn auf dem Schienbein kommen. Es kann gerne nur eine Andeutung sein. Ne? Versuch diese oder widerstehe dieser Versuchung, das wirklich tun zu wollen. Was hier wichtig ist, ist die Ausrichtung und dass du eindeutig zielst, nicht an dem Oberschenkel, nicht an die Kniescheibe, sondern an das Schienbein. Ja, und dann auch mit das eine Ohr, mit das andere Ohr. Okay, komme zum Sitzen hoch. Und nimm diese linke Fuß mit der rechten Hand von der Innenseite unter die Fußsohle. Genau. Und dann probier diese Variante im Sitzen. Wenn du magst, ich bin nicht sicher, ein paar haben das vielleicht verpasst. Wir sitzen jetzt theoretisch, es sei denn, du triffst für dich eine andere Wahl. Genau. Wir machen nicht alles genau symmetrisch. Und rutschen mit die linke Ferse am Fußboden vorwärts in die Länge und langsam zurück. Jawohl. Und schau, ob du dein Bein erlauben kannst, je mehr es lang wird, dreh die Ferse so ein bisschen mehr, so wirklich auf der Rückseite der Ferse oder vom Gefühl her vielleicht einen Hauch nach außen. So dass dein linkes Knie nicht nach außen zeigt, sondern eher Richtung Zimmerdecke oder vom Gefühl her ein bisschen einwärts. Und schau, ist es dann etwas leichter, dein Bein vollständiger zu strecken? Du musst ja nicht zwangsläufig so anfangen, wenn du wieder zurückkommst und dein Bein beugst. Vielleicht öffnet sich dann dein Knie eher an die Seite. Ziele, wie viele von euch schon machen, mal mit dem Mund, mit dem Kinn, mit der Stirn, mit das eine oder das andere Ohr, ganz liebevoll ein bisschen spielen. Du kannst auch ein bisschen da unten bleiben und nur dieses Endstück der Bewegung erforschen. Ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Aha. Und kannst du deinen Griff ein bisschen lockern, deine Schulter ein bisschen lockern. Such nach so einem Gefühl, je länger das Bein nach vorne wird, je länger wird auch dein Rücken. Und kannst du ein bisschen die Idee haben, als würdest du beide Sitzbeinhöcker nach hinten rausstrecken. Als wolltest du dein Becken aufrichten. Okay, genau. Macht eine kleine Pause. Im Sitzen, im Liegen, wie du möchtest, im Stehen. Prima, und dann legt euch bitte alle auf den Rücken, stellt beide Beine auf und bringe nun dein rechten Bein in Richtung Zimmerdecke hoch in die Luft und dann bring deinen rechten Arm hinter die Kniekehle von außen
Einmal so ganz, ganz tief reinstecken, den ganzen rechten Unterarm da reinhaken, genau. Und dann kann der linke Arm da auch rumgreifen, sodass du beide Ellbogen mit beide Hände hältst. Genau. Wenn es geht, die Hände halten jeweils den anderen Ellenbogen. Ja. Okay. Und dann natürlich guckst du, wie du dich damit zurechtfinden kannst, den anderen Fuß besser platzieren, dich so ein bisschen arrangieren, dass es geht. Und dann beginne dieses Bein ein wenig zu strecken und gleichzeitig dich so aufzuheben, als wolltest du mit dem Mund oder Kinn oder Stirn auf dein Schienbein zielen. Sehr gut. Und ziele hoch an deine Kniescheibe vorbei. Sehr gut. Und während du dein Bein so ein bisschen Richtung Zimmerdecke streckst, schau, ob du auch hier die Idee haben könntest, es ist deine Ferse, die vor allem vorangeht. Nicht so sehr, also den Fuß machst du schon gar nicht spitz. Es sind ja nicht die Zehenspitzen, die du hochstrecken willst, sondern die Ferse. Aha. So als könntest du die Rückseite deines Beins verlängern. Schön. Und dann schwing dich mit Hilfe von deinem linken Bein zum Sitzen hoch. Behalt den rechten so gehalten, wenn es geht, genau. Und arrangiere dich, dass du genug Platz hast, mit deiner rechten Ferse jetzt wieder vorwärts auf den Boden zu rutschen. Und nun hast du aber die Arme so dahinter gehakt. Rutsch mit die Ferse voran Richtung Boden. Schau, wo will dein Knie hin? Wo muss dein Knie hin? Langsam. Such wieder diese Länge im Rücken. Über deinen ganzen Rückseite vom Hals, deine Rückenstrecke, denk deinen Sitzbeinhocker wieder ein bisschen nach hinten raus und die ganze Länge an der Rückseite deines Beines mit der Ferse voransuchen. Und auch hier, Kinn, Nase, Stirn, ein Ohr, das andere. Genau. Das nächste Mal, wenn du oben bist, tausch die Arme. Einfach die Reihenfolge der Arme. Wenn du das sortiert bekommst, bist du sicher, ist das jetzt andersrum? Und dann geh nochmal runter und in die Länge. Ein, zweimal. Was für einen Unterschied macht das? Die Ferse voran am Boden. Das nächste Mal, wenn du da unten bist, schau, ob du einen Ort finden kannst, wo die beiden Arme tatsächlich auf dem Boden sind. Die sind wie eine Knierolle für dein Kniegelenk ein bisschen. Genau. Und dann bleib da unten, arrangier dich mit deinen Schultern und Rücken und das andere Bein und suche, ob du zumindest denken könntest, dass du deine rechte Ferse oder Fuß als Ganzes vom Boden heben könntest. Indem du dein Bein noch mehr durchstreckst und deine Kniekehle gegen deine am Boden liegende Arme presst. Du könntest, wenn es sehr schwierig ist, auf der Art schummeln, dass du vielleicht noch ein Kissen unter die Arme runterbringst, damit du etwas hast, wo du gegenpressen kannst. Und du presst die Arme gegen den Boden und deine Kniekehle gegen die Arme und schaust vielleicht nur einen Millimeter. Als wäre da so eine Spielkarte unter deine Ferse oder eine Briefmarke und jemand wollte das wegziehen von unter deine Ferse. Zwei, dreimal. Ja, okay. Genug. Bitte mach deine Pause. Leg dich auf den Rücken, vergleiche wieder die beiden Seiten miteinander. Insbesondere fühl diese Länge, wo immer du sie aufspüren kannst.
Bemerke aber auch, ob dein rechtes Bein vielleicht so eine andere Ausrichtung im Hüftgelenk gefunden hat, so dass es eventuell in eine andere Verdrehung liegt als sonst, einen anderen Abstand vielleicht als das, was du kennst. Und dann probier diese letzte Sache auf der anderen Seite. Stell die Beine auf, fang hier im Liegen an erstmal. Genau. Das heißt, du würdest dein linkes Bein Richtung Zimmerdecke heben und mit dem linken Arm von außen kommend hinter die Kniekehle und dann den rechten Arm dazu, greifst beide Ellbogen. Und dann denkst du, zumindest stellst dir vor, als könntest du das linke Bein ein bisschen mehr Richtung Zimmerdecke ausstrecken. Theoretisch wäre der andere Fuß auf dem Boden stehend. Und wenn dein linker Fuß ein bisschen Richtung Zimmerdecke geht, kann es die Ferse sein, die vorangeht. Du musst deinen Fuß nicht bis zum geht nicht mehr, bis zum Anschlag anwinkeln, aber so ein bisschen denkst du, der ist mit dem Fußrücken Richtung Schienbein etwas angewinkelt. Und dann hebst du dich so auf, dass du zielen kannst mit deinem Mund, dein Kinn, deine Stirn Richtung Schienbein. Aha. Und suchst diese Koordination, die du brauchst von deinem Becken und deiner Gewichtsverlagerung und deiner Ausrichtung. Genau, das eine Ohr, das andere Ohr. Jedes Mal, wenn du so ein bisschen anders zielst, nutzt du die Bauchmuskeln ein bisschen anders. Und die Halsmuskeln und deine Zunge. Mach das ein paar Mal hier im Liegen. Mach es nur noch einmal, jede dieser Variationen, aber sehr viel kleiner und angedeutet. Und wirklich mehr mit dieser Frage, was muss ich ein bisschen umorganisieren, wenn ich an das Ohr denke oder wenn ich an das Kinn denke? Das sind so kleine, feine Änderungen in die Art, wie du deinen Brustkorb und deine Wirbelsäule zum Hüftgelenk beziehst. Sehr gut. Und legt alles lang und ruhig aus. Schön. Roll dich über die Seite, komm zum Sitzen hoch. Bringe beide Arme hinter deine linke Kniekehle, sodass du die Ellbogen nochmal halten kannst. Beide Arme hinter die linke Kniekehle, genau. Halt die Ellbogen und dann rutsch mit deiner Ferse voran auf dem Fußboden im Sitzen. Und auch hier, mach es lieber ein bisschen weniger oft und ein bisschen genauer, ein bisschen präziser jetzt. Vielleicht nicht ganz so weit, vielleicht nur angedeutet, aber so mit dieser Frage, was sind die kleinen, feinen Unterschiede in der Art, wie du dich ausrichten musst? Wo kannst du deine Gelenkigkeit in dich noch so ein bisschen wachrufen, sodass du nicht nur an das Strecken des Beins denkst, sondern dich erinnerst, ich habe da viele, viele kleine Instanzen in mir, die ich regeln kann, um ein bisschen meinen Weg hier hinzufinden und auch meinen Kopf unterschiedlich auszurichten, indem meine ganze Wirbelsäule und Rücken und Schultergürtel versteht, sich unterschiedlich zu diesem Bein, zu dieses Hüftgelenk zu beziehen. Schön. Und dann tausch die Arme, die Reihenfolge der Hände da hinten.
und schau, ob du irgendwie eine Möglichkeit finden könntest, so weit vorzurutschen, dass beide Arme auf dem Boden sind. Oder schnapp dir ein Kissen und stopf es auch noch darunter. Ja, lass deinen Kopf hängen, einen sehr langen Rücken, sehr weit vor. Und dann auch hier erforsche, ob du zumindest denken könntest, dass du deine linke Ferse vom Boden hebst, indem du deine Kniekehle etwas mehr gegen die Arme presst. Schön, vielleicht kommt die Wade ein bisschen hoch. Viele von euch werden merken, dass dieses Bein anders ist. Vielleicht ging es auf der ersten Seite und hier nicht. Oder umgekehrt. Könntest du in dem Moment, wie du deine Ferse hebst, auch noch denken, dass du die Sitzbeinhöcke rückwärts bewegst? So, als wolltest du das Bein in die Länge nach unten und gleichzeitig in die Länge Richtung Popo denken. Schön. Rückseite deines Beines zum Fußende hin und zum Beckenende hin länger werden lassen. Großartig. Leg dich auf den Rücken und mach deine Pause. Und bitte stell beide Beine auf und schau, ob du einen Weg finden könntest, beide Beine Richtung Zimmerdecke in die Luft zu nehmen, mehr oder weniger lang nach oben. Bring beide Arme hinter die Kniekehlen, der rechte von rechts, der linke von links, genau, und überkreuz die Arme so gut du kannst. Theoretisch die Ellenbogen greifen, wenn du es nicht ganz schaffst, nimmst du die Handgelenke. Oder nur die Finger oder nur die Fingerspitzen. Genau, und ihr ahnt es schon, strecke ein wenig mehr die Beine mit die Fersen voran Richtung Zimmerdecke aus. Heb deinen Kopf auf und ziele an die Kniescheiben vorbei Richtung Schienbein. Mit deinem Mund, mit deinem Kinn, mit deiner Stirn. Mit das eine und das andere Ohr. Und auf welche Stelle am Rücken drückst du dich jeweils ab, je nachdem, mit was du zielst? Ist das so eine minimale kleine Justierung in die Balance, die du da finden musst? Tausch die Reihenfolge deiner Arme. Und dann schau ganz in Ruhe, vielleicht brauchst du ein paar Mal so einen Anlauf, ob du beginnen könntest, die Füße ein bisschen mehr über deinen Kopf nach hinten zu bringen und dann die Beine zu beugen. Aha. Und lass den Kopf am Boden, während du die Beine streckst und heb den Kopf, wenn du die Beine beugst. Genau. Und beginne langsam wieder ins Schaukeln zu kommen und zu gucken, wird es irgendwann mal denkbar, das Ganze so zu koordinieren, dass du dein Gewicht zum Sitzen hochverlagern könntest. Mach es nicht mit Kraft und Schwung und zerreiß dich nicht, sondern finde diesen Punkt heraus. Wie kannst du die Balance finden? Wie kannst du die Koordination finden? Genau, nach ein paar Mal so Anlaufschwierigkeiten findest du bestimmt zumindest der Beginn einer Lösung. Und wenn nicht, schummelst du. Ja, schummel und komm auch
zum Beispiel über die Seite gerollt. Vielleicht kannst du so einen Weg finden. Ja, genau, wenn du so ein bisschen schräg über die Seite kommst, vielleicht geht es dann, findest du dann deinen Weg hoch. Okay, und dann in irgendeiner Weise bist du zum Sitzen gekommen, hast immer noch die Arme möglichst tief unter die Kniekehlen. Für einige von euch ist es vielleicht jetzt leichter als im Liegen, tatsächlich tief durchzugreifen und die Ellenbogen zu erreichen. Genau, und lass deinen Kopf so ein bisschen nach vorne hängen, fast als wäre deine Nase zwischen die Knie. Ja, nicht dahin drücken, aber so in die Richtung ein bisschen hängen lassen. Das sage ich eigentlich nur deshalb, weil einige zum Monitor schauen. Und dann beginne mit beide Fersen gleichzeitig in die Länge nach unten zu rutschen. Langsam. Und Nase zwischen die Knie war so ein bisschen irreführend, weil eigentlich möchten wir nach wie vor an die Knie vorbeizielen mit dem Gesicht. Also schau, auch hier kannst du mehr an die Schienbeine denken. Unterhalb, also mehr fußwärts als die Knie. Ja, genau. Und wie ihr schon verstanden habt, natürlich mit dem Kinn, mit der Stirn, mit das eine, mit das andere Ohr. Und das nächste Mal, wenn du im Sitzen bist, tausche die Reihenfolge der Arme. Und dann probiert es nochmal, sehr langsam vorrutschen. Und kannst du auch in diese Situation so weit kommen, dass die Unterarme tatsächlich auf dem Boden aufkommen? Und wenn nicht, stopfst du dir da was drunter. Und genau, und dann probierst du auch hier, könntest du zumindest daran denken, beide Fersen ein bisschen vom Boden zu heben, indem du die Kniekehlen etwas mehr gegen deine Unterarme drückst. Ja, du bleibst da unten, dein Rücken ist lang, die Sitzbeinhöcke denkst du nach hinten. Dein Kiefer kannst du hängen lassen, deine Atmung fühlen. Erzwinge es nicht, ganz zärtlich. Vielleicht ist es unsichtbar. Schön. Zwei, dreimal. Schön. Und dann nehme die Arme da raus und probiere ein letztes. Wäre es möglich, deine rechte Fußsohle mit beiden Händen zu erreichen? So dass dein, hab das Bein gebeugt, Verzeihung, beug die beiden Beine. Da müsste es möglich sein, die zu erreichen, genau. Und hab dein Knie zwischen die beiden Arme, das rechte Knie zwischen die Arme. Jawohl, der rechte Arm kommt von rechts ans Knie vorbei, der linke Arm links. Und die Hände kannst du sogar verschränken unter die Fußsohle. Den Daumen und alle Finger verschränken, dass du wie so einen Steigbügel hast für deine Fußsohle. Ja, genau. Und dann rutsch mal so weit du kannst mit Leichtigkeit in die Länge nach unten. Und wenn du zurückkommen willst, mach dir klar, wie du dein Becken und deinen Rücken wieder zurückbringen musst. Schön. Teste das einfach. Wie lang kann dieses Bein werden? Was ist die Ausrichtung, die dafür am besten die volle Streckung ermöglicht? Und dann natürlich probier das mit dem anderen Bein. Ein Steigbügel für den linken Fuß. Das sehe ich jetzt erst, Matthias. Der linke Arm von außen. Und auch die Hand von außen, die beide Hände verschränkt unter die Fußsohle, jetzt hast du es, genau. Und dann rutsch bitte mit der linken Fuß und Bein in die Länge. Schön. Ja, kannst du genauso liebevoll zurückkommen und nicht nur zurückschnellen. Ganz lang hin und liebevoll zurück. Wunderbar.
Leg dich bitte auf den Rücken, leg die Arme und die Beine lang und schau, wie hat sich dein Kontakt mit dem Boden verändert. Was ist am meisten anders? So für dich vielleicht richtig auffällig. Wir haben sehr die Rückseite des Körpers betont oder ich habe es. Was ist mit deiner Vorderseite? Vielleicht ist es das, was jetzt auffällig ist, die Länge an deinem Bauch oder die Bewegung deiner Bauchdecke. Spüre den Abstand zwischen Schambein und Schwertfortsatz und der Abstand zwischen das obere Ende vom Brustbein und dein Kinn. Und dann rolle dich über eine Seite, komm langsam zum Stehen hoch. Und stell dich auf beide Füße so, dass die Arme frei an deine Seiten runterhängen können. Und gib dir einen Moment Zeit, um wirklich wahrzunehmen, wie kommen die Fußsohlen auf dem Boden jetzt auf? Und wie ist das Gewicht aufgeteilt auf den beiden Fersen und die beiden Vorfüße? Bemerke, ob in irgendeiner Weise du im Stehen ein anderes Gefühl entlang der Rückseite deiner Beine hast, der bis zu deine Fersen geht. Und dann bring deine Hände nach vorne Richtung Boden oder auf dem Boden und schau, ob es anders ist als zu Beginn der Stunde, ob es sich anders anfühlt. Ja, es scheint so, dass viele von euch die Knie nicht mehr so stark beugen müssten wie am Anfang. Ihr könnt selbstverständlich die Knie beugen oder lockern, aber wie viel ist notwendig? Wie viel ist hilfreich? Schön. Und dann stell die Beine ein kleines bisschen breiter. Halt die Ellbogen. So ein bisschen wie wir das hinter das Knie hatten. Genau. Und dann schau, könntest du mit den Ellbogen zum Boden kommen? Muss nicht auf Anheb, aber ja. Spreiz die Beine ein bisschen, beug ruhig die Knie. Und such erst mit dem einen Ellbogen und dann mit dem anderen. Tue alles, was du tun musst, um da irgendwie mal mit den einen Ellbogen aufzutippen. Tue alles, was du tun musst, um mit den anderen aufzutippen. Und vielleicht mit der Zeit findest du, oh ja, vielleicht kann ich auch mit beiden ankommen. Kann man auch hier die Sitzbeinhöcke nach hinten oben denken, als würde man den Popo so zur Zimmerdecke hochstrecken. Aha, schön. Lass das gehen, ein paar Schritte durch den Raum. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsamstag oder ein schönes Pfingstwochenende.